Hallo und willkommen zu diesem neuen Angezockt hier auf meinem Kanal. Und zwar wir spielen Feed the Beast Neotech. Ich habe es mir jetzt schon mal ein paar Minuten reingezogen, aber wirklich nicht lange. Deswegen, wir erstellen eine neue Welt und schauen mal, wie es abgeht. Also ich habe wirklich bloß die ersten paar Minuten mal gespielt. Wir nennen die Welt Angezockt. Game Mode Survival, Difficult Normal, Cheats lassen aus, World. Ist normal, customized. World Type Default, customized. Geht gar nicht. Bonus Chest mache ich mir mal an. Ne, lass mal aus. Ging am Anfang nämlich einiges an Stuff. Und dann erstellen wir mal die Welt. Nicht lange schnacken. Kopf in Nacken. Ja, wir spielen jetzt erstmal wieder ein Modpack. Einfach mal so, weil ich jetzt per Zufall gesehen habe, weil ich mal wieder gucken wollte, ob es irgendwelche schönen Modpacks gibt. Einfach nur mal so aus Langeweile. So. Ich weiß noch nicht, wie oft ich das bringen werde. Vielleicht werde ich ja auch einiges mal so offscreen spielen. Je nachdem, wie ich Zeit habe. So, okay. Wir sind schon mal hier gespawnt. Ernsthaft, da haben wir eine riesen Pyramide. Okay, wir haben hier Quests drin. Das ist ein Technik-Modpack mit vielen Technik-Mods. Hauptsächlich nur Technik-Mods. Und halt auch Exploring und Quests. So, also ihr könnt euch hier alles in Ruhe durchlesen. Jetzt pausieren. Ich habe es mir schon ein bisschen durchgelesen. Kriegen wir nämlich schon mal ein paar gute Sachen. Also wenn wir uns ein Haus und eine Möglichkeit gefunden haben, wo wir uns niederlassen wollen, set home, und dann kommen wir da immer wieder zurück mit dem Befehl slash home. Ist okay bei Modpacks. Vanilla muss man es nicht machen. So, und last but not least. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier rein. Das ist sozusagen unser Anfangsgebiet. First Log. Und das können wir uns nämlich alles schon mal holen. Und ich gucke gleich mal, ob ich hier in der Nähe gleich mal ein bisschen Zuckerrohr für sehe. Wir haben hier Chickens drauf. Also mit denen können wir uns auch Ressourcen generieren. Blindchicken. Und so weiter. So, gleich mal hier ein bisschen Holz fällen. Ah, schön, Apfel. Da brauchen wir noch mehr. So, aber jetzt gucken wir erstmal hier die Quests weiter. Ich habe mich in meiner privaten Welt mal für einen Spiderweb-Sapling entschieden. Machen wir auch hier, weil da kriegt man nämlich Strings. Crafting Table. Da kriegen wir noch einen Enchanting Book mit Fuel Efficiency. Müssen wir mal gucken, wie es dann, wofür wir das brauchen können. Machen wir gleich mal. So. Dankeschön, Dankeschön. Ah, ne, die Apple behalte ich mal hier unten. Dann brauchen wir eine Wooden Spitzhacke. So, ich habe jetzt auch mal den Minecraft-Sound angelassen. Damit wir einfach besser damit umgehen können. Und ein bisschen was auf die Ohren haben. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich nehme gleich mal ein bisschen mehr mit. Dann habe ich schon Kohle gesehen. So, also wir brauchten jetzt Axt, Schaufel, Schwert. Haben wir noch ein paar mehr Stöcke. Axt, Schaufel. Und noch ein Schwert. Sehr schön. Ah, da kriegt man eine Iron Axel AIOT. Dann Mining Dynamit. Doppel was zu essen. XP und ein Hammer. Mining Dynamit.
Miners, ist Remar One Area. Haha. Da haben wir ein bisschen was zum Arbeiten. So, wir gucken gleich mal hier weiter noch. Eigentlich wollte ich auch gucken, ob wir hier noch ein bisschen Zuckerrohr finden. Machen wir gleich noch, tun wir hier noch ein bisschen rum. Ein Kaktus. Hier haben wir Pams Harvestcraft drauf. Also können wir uns nämlich damit auch einiges ranholen. Kaktusfrucht. Ah, schön. Kasavana, keine Ahnung, wofür man das braucht. So, dann sehe ich Zuckerrohr, glaube ich. Ja, weil mein angespielt, beziehungsweise für mich privaten Welt, hatte ich kein Zuckerrohr gefunden. Brauche nämlich separat noch für eine Quest zum Abgeben. Deswegen nehme ich es gleich mal mit. So, hier ist einen Apfel. Ich mache es mal ein bisschen rumlaufen, damit wir auch Hunger bekommen. Ich glaube, das ist ein großer Dungeon. Da gehen wir mal noch nicht rein. Das sind nämlich viele, viele Mobs. Jetzt hatte ich mal einen anderen Modpack gesehen, so ein riesen Tempel. Wäre es jetzt ein normaler Wüstentempel, wäre ich da reingegangen, aber so nicht. So, also. Ein Pferdesbohneck. Brauchen wir noch einmal Paper. Dann kriegt man nämlich einen Kompass. Sehen wir mal noch auf. Ah. Okay. Machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Gucken, dass wir noch ein bisschen uns eine Stelle finden, wo wir uns niederlassen können. In der Wüste niederlassen. Könnte man machen. Muss man aber nicht. Uns hier haben wir Junglewood. Wir laufen einfach mal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt hier alle Zeit der Welt. Vielleicht finden wir auch noch ein Dorf. Aber hier, die kann ich gleich mitnehmen. Einfach nur so, dass wir vielleicht einen Apfelbaum dann wieder zusammenkriegen. Ja, Borg. Einfach nur mal jetzt just for fun hier rumlaufen. Nur um zu gucken. Aber vielleicht noch ein Dorf finden. Schaf ist eigentlich sehr wichtig. So, hier haben wir dann Holzhühner. Was haben wir hier? Black Terracotta. Ja, ich nehme gleich mal noch ein bisschen Schweinefleisch mit. Das klang ja fast so wie Schüsse hier in der Ferne. Das Schöne ist, die
Axt mit Bäume fällen, Verzauberung, hat ja sogar Mending drauf. Das Gute ist, wenn man dann noch mal zwischendurch so ein Tier mit der holen, kriegt man halt die gleich wieder repariert. Jetzt nehmen wir gleich mal noch ein bisschen Kohle mit. Ich bin schon wieder total überladen. Deswegen müssen wir gucken, am besten, dass wir gleich mal einen Platz finden zum Niederlassen. In der Wüste wollte ich mich jetzt nicht unbedingt niederlassen. Wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen Wolle. Beach. Brushland. Buschland. Ja, jetzt sind wir im Buschland. Wir müssen gleich irgendwas essen. Na gut, wir haben noch Karotten da. Ne, wir haben ja noch hier das gefundene, das hier. Nehmen wir erstmal. Pickle Beets. Noch was? Rabbit Stew. Machen wir gleich noch eine Schüssel. So, einfach mal hier ein bisschen rumlaufen, umschauen. Vielleicht finden wir einen schönen Ort zum Niederlassen. Eigentlich wären noch zwei weiße Schafe cool. Da haben wir ein Dorf. Da gehen wir doch hin, da können wir uns nämlich ein Bett abgreifen. Und dann suchen wir uns eine Stelle zum Bauen. So, wir können auch das Dorf noch ein bisschen durchlooten gehen. So, da hat sich das nämlich erstmal mit der Wolle geklärt. Oh, ist das eine Schmiede? Jo, ist eine Schmiede. So, sehr schön. Haben wir sogar gleich ein bisschen Rüstung für den Start. Das lassen wir hier. Das können wir auch hier lassen. Die können wir sogar auch hier lassen, weil wir haben das hier sogar. Hat es sogar mit Hacke. Cool. Na. Brauchstand. Ich nehme mit. Schade, hier haben wir nichts weiter gehabt. Egal. Wir können schlafen. So, meins. Geh weg, meins. Cool. Ja, an dem Modpack sind halt auch noch einige Source Packs drin. So, was haben sie denn hier? Weizen. Da ist ja eh gerade mit hab. Juhu, da war Industrial Hemp Seeds. Sehr schön. Schade, die waren nicht ausgewachsen.
So, wo lang gehen wir jetzt? Oh, was ist denn das? Uiuiui. Ein Dorf neben ein Dorf. In dem Highlands. Okay, Emerald nehmen wir mit. Rot. Rot für mich ist immer gut. Oh, noch eine Kiste. Also verhungern werden wir schon mal nicht. So, was haben sie denn hier Feines angepflanzt? Rote Beete und Weizen. Ach, Sticks können weg. Ja, da können wir uns nämlich dann, wenn wir uns eine Stelle gefunden haben zum Niederlassen, auch dann gleich ordentlich niederlassen mit einem großen Beet. Das ist ja schon wieder ein Dorf. Heiliger Bimbam. Glowberries. Heiland, hier gibt's. Einiges zu erkunden. Federn nehme ich mal mit. Und lasse dafür hier das. Weil aus den Federn können wir uns nämlich einen Stick craften, wenn ich es noch richtig weiß. Aber da gucke ich noch mal genauer. Und wegen den Hühnern. Äpfel. Gut, wir können uns einen Apfelsetzlingbaum machen. Schön, da lasse ich den Bruchstein mal hier. Bruchstein und nicht das Gold. Entschuldigung. Lassen wir uns da drüben einfach nieder. Noch ein Emerald. Okay. Gucken wir mal kurz hier hoch. Was hier so Schönes gibt. Wenn wir hier oben nämlich noch eine Wasserquelle haben würden, wäre es natürlich schön. Leider nicht. Mal kurz gucken, Bucket. Ob es hier bloß die Eisenbuckets gibt. Ja, gibt es leider nur. Schade. Da oben schon wieder was? Heiliger Bimbam, hier gibt es einiges zu entdecken. Denn das? Roter Sandstein. Das lasse ich mal. Noch. So, also. Würde ich sogar sagen, wir lassen uns jetzt hier nieder. Crafting-Tisch. Wie lange sind wir denn? 20 Minuten? Ja, gut, wir haben noch 10. Ich wollte halt noch 10 Minuten machen.
jetzt wollte ich noch was gucken. Mal. Chest. Used. Es gab nicht, ich weiß nicht, ob es hier mit da drinnen war. Jetzt haben wir hier. Okay, wir haben hier Equivalent Exchange 4 drinnen. Aber was ich suche, ist was anderes. Nichts mit Boden. Reinforcement Chest. Neue Medic Craft. Gut, Fridge. Okay, ist leider nicht mit drin. Da müssen wir uns halt doch erstmal mit Kisten helfen. Geht das hier? Ja, geht. Dann machen wir es nämlich erstmal so. Also, wir brauchen erstmal noch einen Apfelbaum. Würde ich gerne hier hinpflanzen. Dann hat man ja den Spider-Cobweb. Den kriegt man ja nur auch hier rein. Ist auch gut so, dass wir hier nicht diese Bonsai-Pots mit drin haben. Machen wir nämlich da unten erstmal einen. Kleines Feld, wir tun das mir die ganzen Samen rein. Kurioserweise, die Samen bringen mehr zu essen als das andere. Dann machen wir hier das Essen rein. Und Setzlinge. Brauchen eh noch ein bisschen mehr Erde, dass wir uns nämlich unten im Feld anlegen können. Wo wir zumindest schon mal Kartoffeln anpflanzen können, Weizen und die anderen Sachen, vor allem Industrial Hemp, brauchen wir auch noch, um weiterzukommen. So, okay, Sattel, noch 8, da haben wir noch Äpfel bekommen. Karamellapfel, Monokel. Kommt bestimmt bei den Bubbles rein. Aha. Aha. Cool. So, machen wir das mal hier hin. So, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt 8, 16, 24, 32, genau. Machen wir es halt so erstmal. Müssen wir genügend. Beziehungsweise müssen wir uns oben hier aber noch ein Feld hinlegen können. Anlegen können. Stein. Machen wir gleich noch. So, gucken wir gleich noch da rein.
ich hoffe mal, der Minecraft-Sound ist nicht zu laut. Brauchen wir bloß eine empty Map, ja, deswegen haben sie uns den Kompass gegeben. Und jetzt können wir mit M öffnen. Können wir gleich machen. M. Aha. Okay, finde ich eigentlich gut, dass sie das so gemacht haben. Hier sehen wir, dass der ist. Hier war, glaube ich, was ist denn das? Müsste man nochmal genauer hingehen gucken. Wir haben es nicht genau angeschaut. Oh, hier haben wir einen Meteoriteneinschlag. Wenn wir Glück haben. Ah, das Geistdrohnen. Das ist nämlich von Applied Energetics. Schön. Genau, hier haben wir noch das Dorf. Da lassen wir uns hier einfach nie. Da könnten wir hier eine übelste Fabrik aufbauen. Wenn wir es soweit machen. So, jetzt machen wir uns erstmal ein paar Öfen. Dass wir unser Fleisch durchbrennen können. Kann man nämlich auch einen Smoker machen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich hier alles bauen würde. Wir können ja auch mal schauen, wie man hier noch generell an Erze kommt. Ohr. Combiner, Steam Query, Lens of Minds, Actually Editions, das habe ich gesucht. Add. Weil da gab es nämlich diese Kisten eigentlich. Diese Wooden Casings. Mal kurz schauen, wofür wir die benutzen können. Fermenting Barrels. Geht es leider um Automatic Feeder. Schade, das haben sie nicht mit reingenommen. Schade, schade. Schade. Atomic Reconstructor, dahin können wir dann nämlich mit Lapis dann das. Und da brauchen wir nämlich schon Modern Industrializations. Aber das kriegen wir langsam hin. Wir müssen uns ja mit den Quests ein bisschen durcharbeiten. Sehen wir hier, wir brauchen dann Fabrics. Das heißt, wir müssen eigentlich sogar noch mehr von den Seeds holen. Dass wir nämlich auch ein bisschen mehr Industrial Hemp bekommen. Wir brauchen nicht einen größeren Rucksack. Beziehungsweise können wir dann mit Rucksäcke dann einen Angriff, den ich jetzt richtig gesehen hatte. So, was haben wir in unserer Saatkiste? Dann haben wir nochmal 4. Nehmen wir Pflanzen. Ja, machen wir. 16 davon. 16 davon und das vordere Feld wird halt nur Industrial Hemp. So, ich hoffe, jetzt wird hier kein Weg draus. Nein, sehr schön. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn jetzt hier ein Weg draus geworden wäre, statt Feld. So, also machen wir hier. Bitte nicht roh essen. Und hier machen wir komplett Industrial Hemp.
Wenn wir noch zwei bekommen, können wir das Feld komplett voll machen. Ach, schön. Schön voll, wunderbar. Aber haben wir doch schon viel geschafft am Anfang für diese Folge. Wir sind fast mit dem ersten Chapter hier durch. Hier brauchen wir noch rohes Eisen. Und hier geht es dann nämlich mit Backpacks weiter. Dafür brauchen wir nämlich die und dann brauchen wir noch mehr Iron. Das heißt, wir müssten gegebenenfalls dann in der nächsten Folge ein bisschen minen gehen. Den könnten wir eigentlich auch noch hinpflanzen. Vorher können wir jetzt allerdings bei Feed the Beast Chunks unseren Bereich hier komplett schon mal claimen. Wir können 500 normal hier laden, also denke ich mal, dass wir vielleicht auch die zwei muss ich mal mit komplett laden. Dass hier nichts explodieren kann, wenn hier was ist. Haben wir nämlich noch ein bisschen was zum Erlaufen, aber das denke ich mal, werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wir machen uns jetzt nur noch erstmal einen normalen Ofen und einen Smoker, dass wir unser Fleisch durchbrennen können. Was hat man denn alles da? Raw Beef, wunderbar. Ich sage jetzt erstmal an der Stelle: Kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss. Bis vielleicht zum nächsten Mal mit Neotech.